Hey Leute und willkommen zurück zu NFS World und heute werden wir mal wieder Team Escape machen mit unserem Stufe D Cayman S Team Escape Join. Und eigentlich sollte in Team Escape ja jemand reinkommen. Meistens. Ja, Team Escape habe ich ja recht selten gemacht. Ganz einfach eigentlich für die, die es jetzt nicht wissen. Man ist es quasi ein Sprintrennen mit Polizei und man muss in einer gewissen Zeit ins Ziel kommen und sich nicht erwischen lassen oder besser nicht verhaftet werden. Also von daher ist Geschwindigkeit natürlich wichtig. Einmal kurz was trinken, als wieder mal warm ist. So, noch einmal raus, damit es nicht gleich ewig dauert. Ich frage mal im Chat nach. Jemand Team. Ich hoffe mal. So, dann einmal warten. Das ist halt ein bisschen schade dann immer wieder. Naja, ich hoffe mal, das dauert jetzt nicht allzu lange, einen Server zu finden. Also besser gesagt, Spieler zu finden. Also, wenn ihr das spielen sollt, holt euch einen Freund dazu. Der, der das mit mir spielt, manchmal ist halt leider gerade off. Wenn nicht, dann muss ich es mal in einem anderen, in einem anderen Team Escape Event versuchen. Gibt ja genug andere. Nicht heißt Sex Outlaws. Egal. Was ist denn High Stakes? Ist das auf was das begrenzt? Auf gar nichts. Heißt, dann nehme ich doch mal hier Change Car. Dann wird man die halt doch nicht sehen. Wahrscheinlich. Sondern dann nehme ich meine. Ah, ist das Stufe A? Nee. Da ist T6. Ja. High Stakes eigentlich private. Mann. Team Escape. So. Das ist natürlich. Ah, ist einer dran. Nee, Doc. Ja, gut, Stufe 2. Level 2. Der kriegt, wenn er es schafft, einen ordentlichen Level Boost. Aber ich muss ihn dann schon ziemlich carryen. Und ich weiß nicht, ob er es in der Zeit schaffen kann mit so einem Wagen. Wird schwierig, aber nicht unmöglich. Wäre natürlich gut, wenn noch zwei, drei andere jetzt mit rein können, aber. Oder ein, zwei. Das sind ja meistens vier Plätze. Aber naja. Also für ihn wird es, glaube ich, ziemlich schwer. Ich werde versuchen, erstmal so ein bisschen in seiner Nähe zu bleiben. Und Team Escape und so weiter. Nee. Team Evade einzusetzen. Und vielleicht. Hä? Sind doch noch andere drin? Hä? Okay, dann kämpfe ich nicht. Oh Gott.
So. Ich glaube, die hatten da ein paar Probleme. Nagelbänder. Zu viele Effekte. Komm, kann ich hier irgendjemand? Okay, danke. Ich glaube, es müssen ja nur zwei Leute andauernd Slingshot nacheinander einsetzen. Das reicht ja schon. Jo, wie der Rhino wegfliegt. So. Danke, endlich. Also, ja, dass er es halt nach Glanhar hat. Boah, wie die wegfliegen hier. Also, ich schaff's locker. Glaube ich. Junge, was ist hier los? Der mit dem Skyline da vorne rastet ja übelst aus. Oh Gott. Oh nein. Das kann jetzt böse enden. Verpiss dich. Also wenn jetzt Rhinos... Iris, komm Rhinos. Okay, ich kann's reparieren, endlich. Oh Gott. Da vorne ist das Ziel. Ich kann's schaffen. Wenn der das jetzt nicht zählt. Oh, er zählt's. Holy... Ja, okay, die anderen haben did not finish. Beziehungsweise eine fährt noch. Okay. Das am Ende war auf jeden Fall. Und dafür 190.000, das ist. Und es geht auch nicht höher als Level 61, von daher. Dann würde ich sagen, nochmal. Aber das muss man dann echt mit einem starken Wagen auch spielen, glaube ich. Warum auch immer, es können eigentlich nur zwei rein joinen. Warum auch immer jetzt vier drin waren. Oder es wären zwei Lobbys zusammengezählt, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht ganz normal. Ach ja, jetzt joint schon wieder keiner rein. Dann würde ich sagen, vielleicht noch so eine kleine Out Pursuit. So, das war die kurze Verfolgungsjagd. Wie viel bekomme ich? 15.000 immerhin. Also, ich glaube, damit kann man sogar ganz gut Geld farmen. B. Ach man, ich verklebe mich da mal. Und ist auch einer drin mit Level 45. Was hat der? Stufe S. S hat jetzt 10. Wir haben quasi genau dieselbe Stufe mit einem Unterschied. Das ist schon
Nicht schlecht. Naja, die standardmäßige ACR mit allem Tuning und so weiter. Und ich habe einen eigens hochgerüsteten, aufgerüsteten. Also von den Skills her. TCXR. Aber wenn ihr leveln wollt, dann holt euch einen Freund, der schon hochgelevelt ist. Und fahrt Team Escapes. Meinetwegen Stufe E, was weiß ich was. Weil, der Kumpel, mit dem ich das gespielt habe, der war Level 15 und hat durch eine Verfolgungsjagd 16 Level dazu bekommen. Also Level 31. Im Endeffekt. Und das ist gut. Also. Jetzt sind 3 in der Level, keine Ahnung. Wow. Warum wurde ich... Hä? Egal, das ergibt keinen Sinn irgendwie. Ich war ja schon wieder unterwegs, aber naja. Und der hat auch noch nie was von gutem Internet mitbekommen. Genau wie die Polizei hier. Läuft, Junge. Ja, warum? Egal. Oh Gott, 3 Rhinos. Und noch alles klar. 4 Rhinos. Ist ja gut. Noch mehr. Ey, Leute. Ey, wenn ich jetzt verhaftet werde, das wäre lustig, das wäre so. Also jetzt buggt's wieder. Aber naja. Ich glaube, es liegt eher auch wieder mal an den anderen, nicht an den Servern. Oh Gott, jetzt wird's lustig. Oh, er hat... Oh, genau, muss ich den Moment, Junge. Ey, ist das euer Ernst? Zum Glück habe ich Rapid Refill drin. Aber ich habe nur 2 Platten. Ey, komm schon. Naja. Irgendwie will's nicht. Aber trotzdem 112.000 bekommen. Ja, gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin. Ciao.